Hier ist Ronja und heute haben wir ein besonderes Schmankerl für euch. Und zwar von den Machern von Klassikern wie Ich habe Falschgeld gedruckt, um Frauen zu kaufen. Oder Mein erstes Date war auf der Toilette. Oder auch Ich esse Glas, ich fühle keine Kälte, ich habe eine Bombe gefunden oder ich streichle einen Hai. Heute gucken wir uns an, ich bin der einzige Mann im Frauenknast. Ihr fragt euch, wie ist das passiert? Ich frage mich, wie ist das passiert? Lasst uns gemeinsam rausfinden. Übrigens, ich habe eine neue Kamera, also falls es irgendwie komisch aussieht und ihr die alte Kamera zurückholt, gar kein Problem, ich kann das gerne machen. Ich habe meine Vlog-Kamera angeschlossen, weil ich dachte, es wäre eine bessere Kameraqualität, aber wie sich hier rausstellt, es ist tatsächlich einfach nur aggressiv, nervig und irgendwie fokussiert sie nicht richtig. Außer ich mache meine Hand nach da. Achtung, aufgepasst, was für ein Fokus. Okay, dann gucken wir mal, was uns der gute Mann hier zu erzählen hat. Hallo. Hallo. Ich bin Markus, ich bin 23 Jahre alt. Hallo, Markus, und war schon ich bin immer Ronja, ich von bin Frauen 21 umgeben. Jahre alt. In der Theater, gehe in der Schule. Er sieht nicht sehr zufrieden aus, dafür, dass er immer von Frauen umgeben wurde. Ich meine, so schlimm sind wir nicht. Zu Hause mit meinen drei Schwestern. Okay. Und auf der Arbeit. Ich auf bin der nämlich Arbeit. Gefängniswärter in einem Frauengefängnis und jeden Tag von Hunderten von Frauen. Ah, das ist natürlich clever. Ich bin der einzige Mann im Frauenknast. Das impliziert ja, ja? Du bist jetzt einziger Mann eingesperrt. In einem Frauenknast. Aber du bist nur der Gefängniswärter. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr kleinen Clickbaiter. Mit unterschiedlichen Lebensgeschichten umringt. Er ist mit Frauen eingesperrt. Und in eine davon habe ich mich verliebt. Oh, oh. Heute erzähle ich euch, was daraus geworden ist und wie wir uns kennengelernt okay, haben. Okay, okay, okay. Ich will einen Tipp geben, wie ihr euch kennengelernt habt. Du warst der Wärter, du warst im Frauenknast, sie war eingesperrt. Muss ich mehr sagen? Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich auf einmal mit zig Frauen in Gefängniskleidung alleine war. Okay. Das war mein erster Arbeitstag. Unerwartet. Mein Partner, der schon seit mehr als 10 Jahren in dem Gefängnis gearbeitet hat, hat sich den ganzen Morgen über mein Aussehen lustig gemacht und mich als Justin Bieber bezeichnet. Das ist jetzt ja nicht wirklich lustig machen. Ich meine, wo ich herkomme, ja, haben wir als 16-jährige Mädchen, haben wir alle gesagt, oh mein Gott, Justin Bieber, er sieht so gut aus. Der war auch erst 16 zu dem Zeitpunkt, just saying. Wir waren alle so, vielleicht wäre er 1-2 Jahre älter, aber wir waren alle große Fans, okay? Justin Bieber war was Gutes, ja? Das war keine Beleidigung. Wir hatten einen Haarschnitt, den haben wir Justin Bieber Haarschnitt genannt. Und das waren diese Haare, wo die Jungs immer gemacht haben. Weil jeder diesen Haarschnitt hatte. Also das ist jetzt eher ein Kompliment. Und du siehst nicht aus wie Justin Bieber. Du hast Beine, die sehen aus wie Stelzen, junger Mann. Wahrscheinlich, damit ich nicht auf die Idee komme, den Frauen schöne Augen zu machen. Denn Beziehungen mit Gefängnisinsassinnen sind nämlich streng verboten. Das wusste ich aber schon. Das wusstest du schon. Vor dem Abendessen wurde ich losgeschickt, um alle Gefangenen in Block A zu zählen. Das war ein großer okay. Raum, von dem viele kleinere Räume ohne Türen abgingen. Die Gefängnisinsassinnen stellten sich vor ihren Betten auf und checkten den Neuankömmling aus. Er denkt schon, er ist ein ziemlich krasser Typ. Sie checkten den Neuankömmling aus. Sind mir zwei besonders im Gedächtnis geblieben. Okay. Eine, die mich zu Tode erschreckt hat und eine, die ich merkwürdigerweise irgendwie mochte. Die erste legte mir ihre Hand auf die Schulter und zwinkerte mir mit ihrem einen gesunden Auge zu. Sie wurde altes Mädchen genannt, weil sie von allen am längsten im Gefängnis saß. Ich sagte ihr sofort, dass sie Abstand halten soll. Allerdings so eingeschüchtert, dass ich es später einfach nur bereut habe. Feels so bad, wenn du von den Gefängnisleuten ausgelacht wirst und du bist der Wärter und sollst sie durchzählen und die sitzen nur da und sind so ein Loser, Mann. Fisch, Loris. Loris. Den Namen habe ich auf ihrem Namensschild gelesen. Hätte ich sie auf der Straße getroffen, dann hätte ich sie definitiv nach einem Date gefragt. Am nächsten Tag ist sie mir im Flur begegnet. Sie lächelte mir zu und ich erwischte mich dabei zurückzulächeln. Danach war ich ziemlich wütend auf mich. Skandalös. Den ganzen nächsten Monat habe ich versucht, sie nicht mehr anzusehen und möglichst zu meiden. Sie tauchte allerdings immer wieder auf oder kam auf mich zu, um mir irgendeine dumme Frage zu stellen. Nach und nach wurde es zur Gewohnheit. Wenn uns niemand beobachtet hat, haben wir uns angelächelt. Und wenn uns niemand hören konnte, auch kurz unterhalten. Dann habe ich angefangen. Markus! Eieieiei! Ihr während der Zellendurchsuchung heimlich kleine Überraschungen zu hinterlassen. Okay, bis zu dem Punkt würde ich sagen, war's fein. Ja, du kannst ja wohl einem Gefängnis Insassen zulächeln als Wärter. Das ist jetzt ja noch nicht skandalös. Wenn du das heimlich machst, meinetwegen, mach's heimlich, mach's unheimlich, mir egal. Aber
ja, kleine Geschenke hinterlassen. Das ist Favorisierung der Gefangenen. Das ist verboten, junger Mann. Wie unter dem Kopfkissen oder auch mal eine Tafel Schokolade unter der Bettdecke. Manchmal haben wir es sogar geschafft, uns im Hof hinter der Kirche zu treffen und haben uns 5 Minuten privat unterhalten. Schon bald habe ich mich bei dem... Ich mag diesen Marcus nicht. Ich hoffe, ja, ich hoffe. Die Moral der Geschichte ist, diese Loris reitet ihm so richtig eine rein und nutzt ihn einfach nur aus, damit sie irgendwie entweder aus dem Gefängnis rauskommt oder für Free Stuff. Ich hoffe sehr, ich mag den Typen nicht. Dem Gedanken erwischt, dass ich eigentlich nur zur Arbeit gehe, um sie zu treffen. Come on! Ich wollte wirklich, dass sie es gut hat. Loris hat mir erzählt, sie sitzt im Gefängnis! Hast du nicht mal darüber nachgedacht, warum? Die sitzt ja aus einem Grund. Du wolltest, dass sie es gut hat. Ja, dann hätte sie vielleicht keine Straftat begehen sollen. Sie am Morgen oft in der Bibliothek ist und das meist alleine. Also habe ich irgendwann auf dem Weg zur Arbeit die besten Donuts der Stadt und leckeren Kaffee gekauft. Okay. Ich wusste nämlich, dass sie darauf mehr Appetit als auf einen Big Mac oder auf Pizza hat. Später hat sie mir erzählt, dass es ihr bestes Frühstück seit einem Jahr gewesen ist. Irgendwann hat sie mich gebeten, ihr eine Postkarte zu schicken. Ich habe an meinem freien Tag die schönste ausgesucht, die ich finden konnte, und ihr geschrieben, dass ich den Tag, an dem ich sie ihr geben kann, kaum erwarten kann. Dann habe ich mit meinen umgedrehten Initialen unterschrieben und die Postkarte ohne Absender verschickt. Aber das Allerschwerste von allem war, dass ich unsere Beziehung nicht auffliegen lassen konnte. Ja, ach, weil es verboten ist, Captain. Habe ich fast alles ruiniert. Okay, was hast du gemacht? Marcus, sag's. Damals uns. Hat sich mein Partner Flint wie immer über die Insassinnen lustig gemacht. Und okay. Er hat dabei auch Loris erwähnt. Ich hätte mich fast nicht zurückhalten können, ihn aufzufordern, sich zu entschuldigen. Es fällt mir nicht wirklich leicht, das zuzugeben. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie was Krasseres wegen der geballten Faust, aber dann kam nur so, ich hätte es fast nicht zurückgehalten, ihn aufzufordern, sich zu entschuldigen. Das wäre okay gewesen, ja? Das wäre mehr okay gewesen, als was du bisher gemacht hast, junger Mann! Mal habe ich sogar darüber fantasiert, ihr beim Ausbruch zu helfen, damit Marcus! Sie nicht in dem Loch mit all den Verbrechern leben muss. Sie ist auch ein Verbrecher! Sie ist in dem Loch mit den Verbrechern, auch genannt Gefängnis, aus einem Grund! Nur weil sie ein bisschen hübsch aussieht? Komm schon, Marcus. Obwohl wir nie erwischt wurden, ist an einem Tag etwas ziemlich Erschütterndes passiert. Okay, was ist passiert? Damals wurde uns der Auftrag erteilt, jede einzelne Zelle zu durchsuchen. Okay. Die Frauen waren dabei alle im Hof. Ich habe Loris Bett durchsucht und als ich meine Postkarte in einer Kiste darunter fand, konnte ich kaum das Lächeln verkneifen. Meine Karte war aber nicht die einzige. Insgesamt lagen in der Kiste mehr als 20 und alle ohne Absender. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht, die Initialen auf den Postkarten mit dem Namen der Gefängniswärter zu vergleichen. Und mehr als 12 davon waren Volltreffer. Geh direkt, Marcus. Es verdient hast du das. Verdient. Ganz ehrlich, ich bin so froh. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich im Gefängnis sitzen würde, würde ich es genauso machen. No shame at all. Also, Loris macht, was sie machen kann, ne? Ist gar kein Ding. Aber Marcus, ich meine, einen Job hattest du. Einen Job. Und das kriegst du nicht hin. Selber schuld. Selber schuld. Nicht mal mehr dazu bringen, eine Erklärung von Loris zu fordern. 2 Wochen später habe ich gekündigt. Okay. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Arbeit, bei der ich nur mit Männern zu tun habe. Ich glaube nicht, dass die... Also, nur mit Männern ist vielleicht übertrieben. Ich meine, es ist ja kein Problem, ein normales Arbeitsverhältnis zu haben. Just saying. Loris einfach nur noch vergessen. Danke, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Bitte. Gern geschehen. My life, my story. Was für ein Knaller. Ich habe immer gedacht, ja, echt passiert, Geschichten sind was. Aber das ist ja wirklich, also, I mean. Okay. Marcus, frei ausgedachte Person, alles klar. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. In letzter Zeit sind viele neue Subscriber dazugekommen. Herzlichen vielen Dank dafür. Willkommen. Hey, ich bin Ronja. Wir laden 3-mal die Woche? Ich versuche 4-mal die Woche, okay, hochzuladen. I'm trying. By the way, ich bin jetzt mittlerweile aktiver auf Instagram. Also falls ihr Instagram habt und ihr da mehr Updates kriegen möchtet, ich poste relativ oft in meine Stories oder auch auf unserem Bild, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, auch unter richtig Ronja. Und dann macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!